Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Lass uns heute mal wieder was richtig Schönes zusammen kochen. Was Einfaches wollen wir heute machen. Und zwar Feigen im Speckmantel. Bleibt bis zum Ende dran, dann seht ihr, wie einfach es ist. Und wenn ihr es dann probiert, merkt ihr, wie lecker das ist. Ihr könnt mir gerne den Daumen hoch zeigen. Freue ich mich drüber. Ihr könnt mich aber auch gerne bei Instagram verfolgen. Dann seht ihr ein bisschen von meinem privaten Leben. Lasst uns anfangen. Was wir da ganz klar benötigen, ist definitiv eine Feige. Dann benötigen wir etwas groben Salz und etwas groben Pfeffer. Wir benötigen einen Tropfen Honig. Nach Bedarf den Ziegenfrischkäse. Das seht ihr dann, wenn man das da reintut, irgendwann ist gut gewesen. Dann den Abrieb einer Bio-Orange. Und wir brauchen den Schinken, um das Ganze zu ummanteln einmal. Und dann hinterher die Pixar, um den Schinken festzustecken, damit er auch drum bleibt im Backofen. Lasst uns kurz den Ablauf durchgehen. Bei den Feigen würde ich diesen Stiel abschneiden, um eine Standfläche zu haben. Dann kreuze ich ihn hinten schön tief ein. Dann kommt da etwas grobes Meersalz und groben Pfeffer rein. Ein Tropfen Honig. Danach kommt der Ziegenkäse da rein als Füllung. Dann umwickeln wir das Ganze mit dem Schinken. Und dann tun wir den Abrieb von der Orange damit drauf, von der Bio-Orange. Bevor wir das Ganze dann in den vorgeheizten Backofen tun, bei 180 Grad Umluft, für ungefähr 10 Minuten. Jetzt reiße ich die Zesten als Vorbereitung von der Bio-Orange. Jetzt hacke ich sie ein wenig klein, weil so waren sie mir zu lang. Ich stelle es mir jetzt zur Seite, damit ich es gleich beim Anrichten wieder benutzen kann. Ich fange jetzt mit den Feigen an, schneide, wie ich vorhin schon gesagt habe, den Stängel ab, habe dafür eine Basis. Jetzt schneide ich oben das Kreuz rein und platziere ihn schon mal auf das Backblech, was ich ausgelegt habe mit Backfolie. Als erst ganz bisschen groben Meersalz, wirklich nur einen Hauch. Danach nehmen wir groben Pfeffer, auch eine Kleinigkeit wirklich nur. Es soll ja nicht nach Pfeffer schmecken. Der Hauptbestandteil ist ja gleich der Ziegenfrischkäse. Jetzt etwas Honig. Packen wir den Ziegenfrischkäse rein, nicht zu viel, nicht zu wenig, nach Gefühl. Das kommt jetzt auf die Größe der Feige drauf an. Kann ruhig ein bisschen daneben gehen, das ist nicht weiter schlimm. Jetzt nehmen wir den Schinken, ich nehme gerne den ohne den groben weißen Rand, den Speckrand, drück die Feige etwas zusammen und lege den Schinken zu und stecke ihn dann einfach fest. So, jetzt als Abschluss die Zesten von der Orange.
gibt sehr viel Geschmack gleich. Jetzt kommen sie in den vorgeheizten Backofen. 180 Grad Umluft. Die Höhe der Schiene ist egal, es ist ja Umluft. Die 10 Minuten sind rum. Ich hole jetzt die schönen speckmantel Teigen aus dem Backofen. Und stelle sie hier vorne ab, damit ich sie auf dem Teller drapieren kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mit der Grillzange am besten geht, sie auf dem Teller anzurichten. Ich kann sie schön greifen, ich tue mir dabei nicht weh und kann sie da ganz gemütlich im Aufpassen mit dem Piekser rübersetzen. Wie gesagt, immer eben die Richtung des Pieksers beachten und fertig sind sie. Ein bisschen frischen Deko damit rüber. So, ihr habt es jetzt gesehen, ihr seht sie, sie sind wirklich lecker. Probiert es, es geht wirklich schnell, es ist einfach zu machen und sie sind einfach ein Traum, auch wenn man sie isst danach. Durch diese Geschmackskompensation mit dem Ziegenkäse, macht es einfach. Denkt an den Daumen hoch, verfolgt mich auf Instagram. Es ist alles gut. Danke, dass ihr da wart.